Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Melanie Buchheld. Hallo Melanie, ich weiß, du bist nicht das erste Mal hier, aber vielleicht magst du dich nochmal vorstellen. Ja, hallo, ich bin Melanie Buchheld, ich schreibe Liebesromane und New Adult Romance und ich war schon mal da in der Folge 218. Da habe ich aus meinem Debütroman vorgelesen und heute habe ich mein aktuelles Buch mitgebracht. Welches Buch? Also ich bin jetzt ganz gespannt, wie das heißt, dein nagelneues Buch. Verrätst du uns den Namen? Genau, mein Buch heißt L'Ancora, du gibst mir Halt. Das Buch ist ein sommerlicher New Adult Romance und nimmt uns mit nach Italien mit Luana. Luana ist eine Studentin, die eine jahrelange Lüge ihrer Eltern aufdeckt und dann ein bisschen auf die Suche nach ihren Wurzeln eben in Italien geht. Und damit ihr ein bisschen mehr wisst, worum es geht, habe ich euch den Klappentext auch mitgebracht. Und zwar: Eine Frau wie du übersteht jeden Sturm. Der Kampf gegen ihre eigenen Gefühle. Ein Sturm aus alten Wunden und Missverständnissen. Und die Zurückweisung, vor der sie sich am meisten gefürchtet hat. Als Luana eine folgenschwere Lüge ihrer Eltern aufdeckt, flüchtet sie nach Italien, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Doch in Siena lassen die Antworten auf sich warten. Stattdessen begegnet sie dem Weinverkäufer Luca. Ihr Herz ist Feuer und Flamme für ihn, aber das Schicksal erstickt ihre Hoffnungen im Keim. Es hört sich sehr spannend an. Magst du gleich mal anfangen, weil ich bin jetzt sehr neugierig. Alles klar. Also ein bisschen kurz zur Szene, in der wir uns gerade befinden. Also wir haben eine Geburtstagsparty gehabt von Luanas Vater und danach, da war einfach ein bisschen Happy Family Zeit. Und danach hat sich der Vater ein bisschen verplappert. Da gab es so eine kleine Szene am Esstisch. Und daraufhin ist Luana ein bisschen skeptisch geworden, was da los war, hat sich aber dann einfach nicht weiter darum gekümmert. Und jetzt erfahren wir quasi, was damit auf sich hat. Ich fange jetzt an. Gerade als ich die bequemste Liegeposition aller Zeiten gefunden hatte und auf dem Bildschirm die heißeste Szene der ganzen Serie lief, meldete sich meine Blase. Typisch. Ich schnaubte und hielt den Stream am Fernseher an. Auf dem Rückweg vom Bad in mein Zimmer schnappte ich aus der Küche Gesprächsfetzen meiner Eltern auf, die mich mitten in der Bewegung stocken ließen. »Findest du nicht, wir sollten es ihr doch sagen, Renate?« fragte Papa gerade so laut, dass ich es oben hören konnte. »Was zur Hölle?« Das Blut gefror mir blitzschnell in den Adern. »Das kommt nicht in Frage, sie wird es uns nie verzeihen.« Meine Mutter klang so zittrig, wie ich sie noch nie gehört hatte. »Verdammt, du hättest dich besser im Griff haben sollen. Wenn sie eins und eins zusammenzählt, merkt sie doch, dass etwas nicht stimmt.« Bingo, 100 Punkte und ein Klappfahrrad gewonnen. »Jetzt schieb mir nicht die Schuld in die Schuhe. Ich muss dich nicht dran erinnern, wer das alles verbockt hat, oder? Wer zu lang gebraucht hat, um damals die Karten auf den Tisch zu legen und ihn zu verlassen?« Die Stimme meines Vaters war eisig. Ich stand immer noch wie angewurzelt an der Treppe. So langsam, dass es mir in jeder Faser meines Körpers wehtat, stieg ein grausamer Verdacht in mir auf. Was wenn? »Thomas, jetzt hör mit den alten Geschichten auf. Vergiss nicht, was wir uns damals versprochen haben.« Ein Schnauben entfuhr ihm. »Ja, damals. Da war ich so verliebt in den Gedanken, eine Tochter mit dir großzuziehen, dass ich keine Sekunde daran gedacht habe, was passiert, wenn sie älter wird und die Wahrheit erfährt.« Der Boden unter meinen Füßen bebte. Ich hielt mich am Treppengeländer fest und atmete so tief ein, wie es meine Lunge zuließ. Sie schnürte sich qualvoll zu und kämpfte gegen die Luft an, die in sie hineinströmte. »Sie muss es nicht erfahren«, Mama sprach jetzt mit sanfter Stimme, aber für mich war jedes Wort ein Messerstich. »Du bist ihr Vater, Schatz, der Beste, den sie sich wünschen kann, egal wer ihr Erzeuger ist.« Tränen bahnten sich den Weg über meine Wangen, bevor ich überhaupt bemerkt hatte, dass ich weinte. Ich unterdrückte ein Schluchzen, was mein Gesicht zu einer schmerzverzerrten Grimasse verzog. Hitze stieg in mir auf. Mit zitternden Händen
wischte ich die bitteren Tränen weg. Meine Beine gaben langsam unter mir nach und ich sank in die Hocke. Im Schnelldurchlauf zogen Bilder aus meiner Kindheit vor meinem inneren Auge vorbei. Mein erster Tag im Kindergarten, meine Einschulung, die Zeugnisverleihung nach dem Abitur, die bestandene Führerscheinprüfung. Immer hatten mich meine Eltern mit diesem Stolz im Blick begleitet, der Geborgenheit durch meinen Körper schickte. Konnte das wirklich alles eine Lüge gewesen sein? Ich hatte mich nie darüber gewundert, die einzige von uns mit dunkelbraunen Haaren und braunen Augen zu sein, die einzige, die selten Sonnenbrand bekommt und die ihrem Vater überhaupt nicht ähnlich sieht. Ich hatte die recht schmale Gesichtsform meiner Mutter und die Rundungen an den richtigen Stellen hatte sie mir ebenfalls vererbt. Doch von Papa konnte ich nichts an mir erkennen. Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag ins Gesicht und dann in die Magengrube. Nein, es war schlimmer. Als ob jemand mein Herz aus meiner Brust reißen und es zerquetschen würde. Die dritte Treppenstufe knarzte wie immer unter meinem Fuß, doch heute hatte es etwas Verheißungsvolles an sich. Achtung, ich komme. Setzt eure verdammten Masken wieder auf. Ah, Mäuschen, kannst du nicht schlafen? Fragte der Mann, der bis vor ein paar Minuten noch mein Vater gewesen war und von dem ich mir nichts mehr wünschte, als dass er es wirklich wäre. Ich brachte nur ein Kopfschütteln zustande. Meine Eltern tauschten einen Blick aus und widmeten sich danach wieder dem Ausräumen der Spülmaschine. Wie können Sie so abgebrüht sein, so hinterhältig? Fassungslos ließ ich mich auf meinen Platz am Küchentisch fallen. Obwohl es schon spät war und ich keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte, hätte ich nicht ins Bett gehen können, ohne es anzusprechen. Wieso? Zischte ich. Wieso habt ihr es mir nie gesagt? Meine Stimme wurde leiser, bis nur noch ein Hauch meinen Mund verließ. Meine Augen brannten verdächtig. Was denn, Schatz? Säuselte meine Mutter. Das war zu viel. Ich sprang auf und taxierte sie mit einem Blick, der sie auf der Stelle umgebracht hätte, wenn das hier ein Fantasy-Roman wäre. Verkauf mich nicht für dumm, Mama, ich kann eins und eins zusammenzählen, wie du ja so treffend behauptet hast. Mein Todesblick wandelte sich in einen jämmerlichen Wasserfall aus Tränen, und ich konnte eine gefühlte Ewigkeit nicht sprechen. Wer ist es? Wer ist mein Vater? Brachte ich dann mit kehliger Stimme hervor. Unwillkürlich schweifte mein Blick zu Thomas, zu meinem Papa, bis heute. Luana, sagte er ruhig, und auch er hatte feuchte Augen. Ich drehte mich von ihm weg. Kein Mitleid, nicht eine Sekunde. Was soll dieser Vorname eigentlich? Das hatte ich mich schon immer gewundert. Die Erklärung meiner Mutter, dass sie ein großer Italien-Fan wäre und ihn dort im Urlaub öfter gehört hatte, war mir stets lächerlich vorgekommen. Wer gibt einem Kind in Deutschland so einen Namen, wenn er nicht selbst Italiener ist? Wieder wackelte der Boden unter der Gewissheit, die über mich hereinbrach. Dürfen wir es dir in Ruhe erklären? Bitte. Danach kannst du von mir aus für den Rest deines Lebens wütend sein. Aber hör uns zu, bat Papa mich. Ich verschränkte die Arme auf dem Tisch und legte meinen Kopf darauf ab. Mein Kinn senkte und hob sich so sanft, dass nicht einmal ich mir sicher war, ob die beiden mein Nicken erkannt hatten. Eine Träne nach der anderen rann meine Wangen und dann den Arm hinunter. Sie hinterließen eine kribbelnde Spur auf der Haut, aber ich widerstand dem Drang, sie wegzuwischen. Meine Eltern sollten sie sehen, jede einzelne. Mama seufzte und faltete die Hände, bevor sie das Wort ergriff. Es tut mir so leid, Luana. Spar dir das, fuhr ich sie an und hatte keine Nerven für Entschuldigungsfloskeln. Sag mir einfach die Wahrheit, wenigstens heute. Hat ja nur 22 Jahre gedauert. Sie presste die Lippen aufeinander und ihre Augen glänzten. Normalerweise konnte ich die Menschen, die ich liebe, nicht weinen sehen. Heute sollte sie leiden, mindestens so sehr wie ich, wenn das überhaupt möglich war. Die Welt, wie ich sie gekannt hatte, gab es nicht mehr. Alle Brücken, die meine Familie und mich verbunden hatten, waren niedergebrannt. Und sie selbst hatte das Feuer gelegt. Ich war damals so alt wie du jetzt, sprach meine Mutter mit zitternder Stimme. Dein leiblicher Vater, diese Bezeichnung ließ meinen ganzen Körper unter einem heftigen Schluchzer erbeben. Und ich, wir waren zu der Zeit ein Jahr zusammen.
Er war ungeduldig, wollte mich heiraten und eine Familie mit mir gründen. Zwischen uns lagen 8 Jahre Altersunterschied. Er stand mit beiden Beinen im Leben, wollte sogar einen Laden eröffnen. Und ich? Naja, ich war Studentin, hatte noch keinen Plan, was ich erreichen möchte oder wo das Leben mich hinführt. Ich war einfach nicht bereit für diesen Schritt. Fühlte mich aber geschmeichelt von seinen Plänen. Ihm zuliebe habe ich zugestimmt, ihn geheiratet. Kurz danach wurde ich schwanger. Mama schnaubte laut, als läge dieser Teil der Vergangenheit wie ein Felsbrocken auf ihrer Brust. Die Schwangerschaft war nicht die Krönung ihrer Liebe gewesen, sondern ein Dolchstoß, der alles zerstört hatte. Und ich war der Dolch. Nur mit Mühe hörte ich meiner Mutter weiter zu. Wir haben uns nur noch gestritten über die Zukunft, über einen Namen für dich, meinen Nachnamen, den ich behalten hatte, den Haushalt, seine Pläne und Kleinigkeiten, die sich hochgeschaukelt hatten. Ich hatte gehofft, die ewigen Diskussionen bessern sich nach der Geburt. Sie seufzte und schien völlig in der Vergangenheit versunken zu sein. Mamas Lippen waren nur noch ein schmaler Strich und ihre Augenbrauen so fest zusammengezogen, wie ich es noch nie zuvor bei ihr gesehen hatte. Papa nahm ihre Hand, blinzelnd schien sie wieder in der Realität anzukommen. Kurz nach der Hochzeit habe ich Thomas kennengelernt. Zum ersten Mal ist mir klar geworden, wie schön alles sein könnte. Sein leiblicher Vater hat es noch nicht einmal geschafft, bei der Geburt dabei zu sein. Ich schreckte auf. Moment mal, das heißt, du hast ihn betrogen, als du noch schwanger warst? Mamas Blick verdunkelte sich noch mehr. Nein. Im Gegenteil, ich habe die Gefühle für Thomas nicht zugelassen. In der Hoffnung, das Verhältnis zu deinem Vater bessert sich nach der Geburt, habe ich ihm noch eine Chance gegeben, die er nicht genutzt hat. 3 Monate später habe ich ihn verlassen und er ist kurz danach in einer Nacht- und Nebelaktion nach Italien, also nach Siena, zurückgegangen. Seitdem habe ich nie wieder etwas von ihm gehört. Ich weiß nicht, wie viele Tränen sich mittlerweile auf meinem Unterarm gesammelt hatten. Er fühlte sich nass und kalt an. Ich legte meine erhitzte Wange darauf ab. Und ein kühler Schauder durchfuhr mich. Ich konnte das alles nicht fassen. Es war, als berichtete meine Mutter von einer fremden Person, einem Gerücht in der Nachbarschaft oder der Enthüllung in einer Seifenoper. Es dauerte endlose Sekunden, bis ich realisierte, dass es tatsächlich mein Leben war, über das sie da sprach. Ich stand auf und lief einige Male im Zimmer auf und ab wie ferngesteuert. Meine Eltern fassten sich an den Händen und Mama presste erneut die Lippen aufeinander. Erwartet ihr ernsthaft, dass ich dazu sofort etwas sage? Am besten noch, dass ich das gleich verzeihe? Ihr brennt alle Brücken zwischen uns nieder und dann wundert ihr euch, dass ich nicht auf euch zukomme? Meine innere Stimme war rasend vor Wut und feuerte ihnen alle möglichen Vorwürfe entgegen. Doch mein Körper blieb ruhig. Ich wusste, das verletzte sie mehr, als wenn ich geschrien hätte. »Wie heißt er?« brachte ich kaum hörbar hervor. »Giancarlo Conti«, antwortete Mama, ohne mich anzusehen. Die Augen meines Vaters verengten sich, als hätte er gehofft, diesen Namen nie wieder hören zu müssen. Giancarlo Conti. Die Lüge, auf der mein Leben aufgebaut war, hatte einen Namen bekommen. Magensäure kroch mir die Speiseröhre hoch, mein Herz schrumpfte in sich zusammen und schlug gerade so schnell wie nötig. Wie aus dem Nichts brachen Bilder in meinen Kopf ein und machten sich überdeutlich vor meinem inneren Auge breit. Ich an der Hand eines fremden Mannes am Meer entlang spazierend. Wir beide beim Trällern eines italienischen Kinderliedes. Ich als Teenager, wie ich mit ihm am Esstisch hitzig italienisch diskutierte. Daneben meine Mutter, die Frau, die mich jahrelang belogen hat, die mir mein Leben, so wie es hätte sein können, genommen hat. Wer weiß, ob mein Vater und ich uns nicht irgendwann angenähert hätten, wenn ich davon gewusst hätte. Auch wenn Thomas mehr mein Papa ist als irgendjemand sonst auf der Welt. Ich hätte es zumindest versucht. Meine Beine wurden weich und ich ließ mich mit dem Rücken an der Wand auf den Boden sinken. Mit den Armen um meine Knie geschlungen saß ich da und versuchte, die Gedanken an Giancarlo aus meinem Kopf zu vertreiben, Zeit zurückzudrehen oder was auch immer nötig war, um mein Leben wiederherzustellen. Die heile, perfekte Familie Krüger,
hinter der keiner einen solchen Skandal vermuten würde. Oder wussten es alle, nur ich nicht? Wahrscheinlich war das der Grund, weshalb die Leute die Beziehung meiner Eltern belächelt hatten und nicht die frühe Schwangerschaft, wie es mir immer erzählt worden war. Ich hörte spöttische Aussagen in meinem Kopf und hielt mir die Ohren zu. Es half nicht. Der arme Mann hat jetzt das fremde Kind am Hals, dröhnte es immer wieder. Das fremde Kind. Ich wusste nicht, ob ich mir das einbildete oder ob es eine verdrängte Erinnerung war, die sich jetzt ans Licht traute. Seitdem meine Mutter den Namen ausgesprochen hatte, hatte keiner mehr etwas gesagt. Mäuschen, hörte ich Papa wie durch Watte flüstern, und die Wärme seiner Hand streifte meine Schulter. Die Berührung, die zu einem anderen Zeitpunkt tröstlich für mich gewesen wäre, brannte jetzt wie Feuer. Ich hatte immer noch die Augen geschlossen und die Hände an den Ohren. »Lass mich«, brüllte ich und drehte ihm den Rücken zu. Mit wackeligen Beinen stand ich auf und verließ die Küche. »Jetzt warte«, rief meine Mutter mir hinterher, doch es prallte an mir ab. Mit letzter Kraft schleppte ich mich die Treppe hoch und knallte die Tür meines Zimmers mit voller Wucht zu. Im Haus herrschte völlige Stille, nur das leise Tippen meiner Finger auf der Tastatur des Laptops war zu hören. Ich schrieb die drei Worte, vor denen ich mich fürchtete, aber die gleichzeitig eine seltsame Art von Hoffnung in mir auslösten. Giancarlo Conti, Siena. Also, ich bin noch ganz geflasht, also oder sprachlos von der Geschichte. Die Arme. Ja, das ist schon ein Schock. Aber vielleicht magst du jetzt deine Figuren mal vorstellen, damit wir das alles vielleicht noch mal so ein bisschen mehr verstehen. Ja, also wir haben einmal die Luana, das ist die weibliche Protagonistin, die jetzt gerade in der Textstelle erfahren hat, dass ihr Vater, den sie immer für ihren leiblichen Vater gehalten hat, das eben nicht ist. Und daraufhin beschließt sie, ihren Wurzeln auf den Grund zu gehen und fährt dann eben ganz auch in so einer Nacht- und Nebelaktion nach Italien und will dann einfach dort ihren Vater halt kennenlernen. Luana ist eine sehr, ich würde sagen, impulsive und mutige Frau. Sie ist Studentin, studiert Mathe und Physik. Und sie ist, glaube ich, so ein Bauchmensch. Also die fackelt nicht lange, die macht Nägel mit Köpfen und ist gar nicht so rational, wie man von einer Mathe- und Physikstudentin denken könnte. Ja, am Anfang ist sie wirklich halt sehr geschockt aufgrund der Sachen, die sie erfährt, aber auch sie macht eine Entwicklung durch im Laufe des Romans und dabei begleiten wir sie eben. Und dann gibt es Luca, den männlichen Protagonisten, der ist Weinverkäufer in diesem Geschäft, das Luanas leiblicher Vater eben betreibt. Und die beiden lernen sich dann kennen, als Luana nach Siena kommt. Und Luca ist ja ein ganz lieber Kerl, einfach so eine Frohnatur irgendwie, der aber so schon auch noch was anderes vom Leben erwartet, aber sich nicht so recht traut, so den ersten Schritt zu machen quasi. Ja, und die beiden treffen dann aufeinander. Also wie ich jetzt rausgehört habe, spielt dein Buch auch zum Teil in Italien, richtig? Genau, ja. Also zum größten Teil eigentlich. Magst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen? Ja, ich habe, als ich die Idee zu dem Buch hatte, war mir sofort klar, das muss in Italien spielen, weil ich mag Italien einfach gerne, so die Landschaft, die Leute da, einfach dieses Dolce Vita, wie man halt so sagt, das gefällt mir einfach ganz gut. Und ich war auch selbst schon mal in der Toskana während meiner Ausbildungszeit. Und da habe ich mich einfach so ein bisschen da verliebt in dieses Leben da so quasi. Und dann habe ich recherchiert, was es für Städte gibt so in der Toskana. Und dann bin ich einfach bei Siena hängen geblieben, weil mir dieser mittelalterliche Stadtkern so gut gefällt und dieses ganze Flair dort einfach toll ist. Also da sieht's wirklich noch so aus wie eben im Mittelalter. Da gibt's viel zu sehen. Das kann man alles fußläufig erreichen. Die ganzen
Sehenswürdigkeiten da und das hat sich halt total gut angeboten für den Roman. Einfach, dass man nicht irgendwie mit dem Auto stundenlang rumfahren muss oder wie in London zum Beispiel mit der U-Bahn überall hin und dort kann man einfach überall hinlaufen. Das ist halt richtig toll so. Und ja, Luca macht mit Luana dann auch so eine Art Sightseeing-Tour sozusagen und dafür war das halt einfach toll. Ich habe während des Schreibens quasi in Google Street View gelebt, weil ich dann dort immer geguckt habe, was ist jetzt wo und wie sieht das da aus. Und das war ganz spannend, so auf diese Art und Weise dahin zu reisen, wenn es auch nicht in echt war. Aber warst du schon mal in Italien? Genau, also in der Toskana selbst war ich schon, aber in Siena leider noch nicht. Noch nicht. Aber weißt du, ich habe jetzt auch richtig Lust, da mal hinzufahren. Ja, das geht mir auch immer so. Jedes Mal, wenn ich das Buch überarbeitet habe oder gelesen habe, habe ich einfach immer Fernweh bekommen. Das glaube ich. Also habe ich jetzt auch und ich glaube, den Hörern geht's genauso. Magst du vielleicht mal weiterlesen? Also ich bin jetzt gespannt, ja, wie es weitergeht. Genau, also wir springen jetzt ein kleines bisschen weiter. Wir sind jetzt da, wo sie quasi in Siena angekommen ist. Und zum ersten Mal in das Weingeschäft ihres Vaters halt geht und hofft, ihn da zu treffen. Mal sehen, was stattdessen passiert. Die Sonnenstrahlen, die gebrochen durch die halbtransparenten Vorhänge schienen, waren das Erste, das ich am nächsten Morgen wahrnahm. Ich fuhr mir über das Gesicht und mein Körper brauchte einen Moment, bis der Befehl aufzustehen in den Beinen angekommen war. Ich zog mir ein gelbes, leichtes Sommerkleid mit breiten Trägern an, das bis über die Knie reichte, schlüpfte in meine geliebten schwarzen Ballerinas. Um endlich einen Blick auf die Hügellandschaft von Siena zu werfen, trat ich hinaus auf den Balkon, wo mir die angenehm warme Luft um die Nase wehte. Das Grün der Bäume hatte einen etwas dunkleren Ton als gestern, da sich die Sonne gerade erst über den Hügel gekämpft hatte. Ich wollte mich hier nicht zu heimisch fühlen, das Herz nicht an eine Stadt verlieren, die ich vielleicht für den Rest meines Lebens mit einer Enttäuschung verbinden würde. Und doch war dieses Fleckchen Erde auf dem besten Weg dahin, mich für sich zu gewinnen. Nach dem Frühstück tippte ich mit zittrigen Fingern die Adresse der Bottiglieria Conti in die Navigations-App meines Handys ein, ohne die ich hier vollkommen verloren wäre. Mein Orientierungssinn glich dem eines Kindergartenkindes. Die App zeigte glücklicherweise die gleichen 7 Minuten Fußweg an, die ich zu Hause recherchiert hatte, als ich das Zimmer gebucht hatte. Vor der Pension herrschte ein reges Treiben, weil eine deutsche Touristengruppe angekommen war. Die unterschiedlichen Dialekte, die ich im Vorbeigehen aufschnappte, entlockten mir trotz meiner Angespanntheit ein kleines Schmunzeln. Ich schlenderte die Via di Fonte Branda entlang, vorbei an den Brunnen, den ich mir immer noch nicht angesehen hatte. Mir war auch jetzt nicht nach Sightseeing zumute. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich die erste Kreuzung passierte und das Ende der Straße zum Vorschein kam. Hinter der nächsten Ecke musste der Laden sein, wenn mein Handy recht behielt. Ich atmete tief ein und ging im Kopf noch einmal die Szene durch. Was soll ich sagen? Hallo, ich bin deine Tochter, die du vor 22 Jahren im Stich gelassen hast? Auf keinen Fall. Ich nenne ihm einfach meinen Namen und warte seine Reaktion ab. Das klingt nach einem Plan. Ich nickte vor mich hin, bis ich den irritierten Blick eines Passanten einfing, der sich sicher fragte, was in meinem Kopf vorging. Was, wenn Giancarlo nichts von dir wissen will, gab meine innere Stimme zu bedenken. Aber ich schob alle negativen Gedanken von mir weg. Ich verlangte nichts von ihm, außer ihn kennenzulernen. Vielleicht reicht es für heute erst einmal, ihn nur zu sehen. Ich muss ja nicht direkt die Bombe platzen lassen. Ich bog rechts in die Via di Città ein und meine Schritte verlangsamten sich, ganz im Gegensatz zu meinem Herzschlag. In Sekundenschnelle schoss mir die Wärme durch den Körper, bis in die Wangen, und eine Schweißperle lief kribbelnd an meiner Stirn hinab. Bevor sie die Augenbrauen erreichte, wischte ich sie weg. Ich erkannte den Eingang, dessen Rahmen mit rustikalem Holz verkleidet war, von den Fotos im Internet wieder, wenn auch etwas verwitterter als bei der Eröffnung, über die der Artikel berichtet hatte. Der Schriftzug hatte sich nicht verändert. Dieselben geschwungenen, fast kalligraphischen Buchstaben in Weiß mit grünen und roten Schatten.
Einen tiefen Atemzug später betrat ich das Geschäft leise durch die offenstehende Tür. Ich sah mich um und presste die Lippen zusammen. Als mein Herz seinen eigenen Rekord in Schlägen pro Minute gebrochen hatte, entdeckte ich einen Mann, der hinter dem Tresen stand und mir den Rücken zugewandt hatte. Er hörte mich anscheinend nicht, denn er war weiter damit beschäftigt, ein Angebotsschild über seinem Kopf an der Wand festzukleben. Seine Statur und die geschmeidige Art, wie er sich nach oben streckte, verrieten, dass er auf keinen Fall mein Vater war. Vielleicht war er sogar in meinem Alter. »Buongiorno«, sagte ich langsam zu dem Hinterkopf mit schwarzen, wuscheligen Haaren. Der Verkäufer drehte sich um und ich blickte in die schönsten braunen Augen, die ich je gesehen hatte. »Verzeiht die Schwärmerei, aber es ist eben die Wahrheit und diese Wimpern.« Für einen Moment wollte ich die Zeit anhalten und messen, wie lang sie waren. Unglaublich. »Guten Tag«, sagte er mit einem italienischen Akzent, der mein Herz kurz anstupste. »Er kann Deutsch? Es gibt einen Gott.« Meine Aussprache hat mich wohl mit der ersten Silbe verraten. »Kann ich Ihnen helfen?« Er lächelte und legte die Rolle Klebeband zur Seite, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Ja, vielleicht. Ich suche Giancarlo Conti. Das ist doch sein Laden hier, oder?« Er nickte, aber sein Gesicht nahm einen entschuldigenden Ausdruck an. »Es tut mir leid, er ist auf Geschäftsreise. Soll ich ihm was ausrichten?« Meine Schultern wurden schwer. Der Mut und die Überzeugung, die mich hierher getrieben hatten, verschwanden nach und nach aus meinem Körper. »Ist alles okay?« fragte der Verkäufer. »Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen, wenn Sie mir sagen, welchen Wein Sie brauchen. Ich habe nicht so viel Erfahrung wie Carlo, aber besser als nichts.« Ich lächelte schief. »Das ist nett, aber ich brauche keinen Wein. Obwohl das vielleicht gar nicht schlecht wäre, um das hier zu überstehen. Ich wollte ihn in einer wichtigen persönlichen Angelegenheit sprechen.« »Ich verstehe.« In seinem Blick blitzte Überraschung auf, doch er fragte nicht genauer nach. »Wissen Sie, wann er wiederkommt?« »Am Montag. Die Uhrzeit weiß ich noch nicht. Er besucht einen der Lieferanten.« »Ach so, danke.« Ich sah mich, gedankenverloren, in dem quadratischen Raum um, dessen Wände vom Boden bis zur Decke mit dunklen Regalen voller Weinflaschen befüllt waren. Die Etiketten in gedeckten Farben wirkten auf eine seltsame Weise harmonisch nebeneinander. Verschiedene italienische Wörter in der gleichen verschnörkelten Schrift wie am Eingangsschild prangten an den Regalen. Lieblich, halbtrocken, trocken. Amabile, avocado, secco. Wieso muss Italienisch so verflucht gut klingen? Als wollten sie aus allem eine Liebeserklärung machen, selbst aus Geschmacksrichtungen. Innerlich verdrehte ich belustigt die Augen. »Wie lang gibt es den Laden hier schon?« platzte es aus mir heraus. Mein Gegenüber zuckte die Achseln und kam hinter dem Tresen hervor. »Ich glaube, seit fast 22 Jahren. Carlo hat ihn eröffnet, als er aus Deutschland hierher zurückgekommen ist.« Meine Lunge wurde eng, natürlich, kurz nachdem ich geboren wurde. Ich schluckte. »Sie sehen aus, als hätten Sie eine Hexe gesehen. Oder wie sagt man das nochmal?« Er kratzte sich am Kinn. »Ein Geist«, erwiderte ich und lachte leise. »Ah, Scusi, Redewendungen kann ich mir nie merken.« Er schüttelte den Kopf und grinste über sich selbst, was ihn für einen Moment wie einen verlegenen Jungen aussehen ließ. »Woher können Sie so gut Deutsch?« fragte ich und biss mir auf die Zunge, als ob mich das etwas angeht. »Lange Geschichte. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Das kann sehr nützlich sein.« Seine Stimme wurde immer leiser und sein Blick ruhte auf mir. Plötzlich räusperte er sich. »Ich meine natürlich wegen der Touristen, also, Sie wissen schon, bei der Arbeit.« Ein Kichern entfuhr mir. »Schon klar. Was muss man denn als Touristin hier unbedingt gesehen haben, wenn man unerwartet einen Tag länger Zeit hat?« Er zog irritiert seine dunklen Augenbrauen zusammen, als hätte ich ihn gefragt, was 2 mal 2 ergibt. »Alles natürlich. Was haben Sie denn schon gesehen?« Ich prustete. »Eine Pension, einen Bus, viel Grün und ein Gebäude, in dem sich ein Brunnen befindet, den ich noch nicht angeschaut habe.« In Sekundenschnelle wog ich ab, wie peinlich diese Antwort wäre, und entschied mich für eine abgespeckte Version. »Nicht viel. Ich bin gestern angekommen und todmüde in die Pension gegangen. Und heute direkt hierher.«
Er machte große Augen, was seine langen Wimpern noch mehr zur Geltung brachte. Das ist die traurigste Touristengeschichte, die ich je gehört habe. Ich mag den Laden hier, aber er sollte definitiv nicht das Letzte sein, das Sie in Siena sehen. Ist das der Versuch, mir eine Karte mit den Sehenswürdigkeiten zu verkaufen? Ich zwinkerte. No, Karten habe ich keine. Viel interessanter sind sowieso die Plätze, die man nicht auf den Karten findet. Ich legte den Kopf schief, wenn das mal keine Einladung war. Ist das so, ja? Sì, certo. Also ich habe morgen frei, falls Sie einen Stadtführer brauchen. Wusste ich's doch, so ein Weiberheld. Aber ich habe nichts zu verlieren, oder? Der Verkäufer lächelte und sah mich länger an, als es einer Kundin gegenüber angebracht gewesen wäre. Und doch war es nicht lang genug. Ich musste mich zusammenreißen, um nicht in seinen Augen zu versinken. Dieses Haselnussbraun, das am Rand seiner Iriden von einem dunkleren Ton verschluckt wurde, faszinierte mich. Das klingt gar nicht schlecht, aber... Auf der Suche nach den richtigen Worten biss ich mir auf die Unterlippe. Er gestikulierte mit den Händen, um mich zum Weiterreden zu animieren, doch vervollständigte dann selbst den Satz. Aber wir kennen uns nicht. Ich verzog das Gesicht und nickte. Wie ich es hasse, wenn man mir die Gedanken an der Nasenspitze ansieht. Er streckte mir seine Hand entgegen. Ich bin Luca und du? Luana. Jetzt musste ich grinsen. Luca und Luana, das hat Hörspielqualitäten, wie Hanni und Nanni. Wir schüttelten uns die Hand. Er warf mir einen verschmitzten Blick zu. Luana? Du bist doch Italienerin? Bitte sag nicht, du hast mich die ganze Zeit veräppelt. Die angestrengte Art, veräppelt zu sagen, und sein melodischer Akzent, mit dem er meinen Namen ausgesprochen hatte, verschafften ihm einen Instant-Niedlichkeitsbonus. Nein, ich komme wirklich aus Deutschland. Was denkst du, wie oft ich das schon gefragt wurde? Meine Eltern sind große Italien-Fans, aber mit dem Vornamen sind sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wenn du mich fragst. Ich atmete auf, als Luca nickte und das Thema damit vom Tisch war. Verrückt! Eine Luana aus Deutschland. Also sehen wir uns morgen um 10 Uhr am Fonte Gaia. Weißt du, wo das ist? Ich schüttelte den Kopf. An der Piazza del Campo? Luca sah mich erwartungsvoll an. Stille meinerseits. Mein Blick sah sicher so aus, als spräche er eine Sprache aus einem Fantasy-Roman und nicht das süßeste Deutsch der Welt. Dio mio, du bist in Siena und kennst die Piazza del Campo nicht? Wir müssen ja ganz von vorne anfangen. Er schüttelte den Kopf und schnalzte mit der Zunge. Ich finde das schon, kann ja nicht so schwer sein, oder? Meine innere Stimme lachte sich ins Fäustchen. Nein, ich hole dich an deiner Pension ab. Oder am Fonte Branda, den kenne ich. Ich triumphierte innerlich über meinen Konter. Luca nickte mit einem amüsierten Gesichtsausdruck. Ich riss meinen Blick endlich von ihm los und er fiel auf das Logo der Bottiglieria, das die Hinterseite der nostalgischen Kasse zierte. Als hätte mir jemand Scheuklappen abgenommen, fiel mir wieder ein, warum ich eigentlich hier war. Der Streit mit meinen Eltern, mein Vater, der mich verlassen hatte. Mein Herzschlag hämmerte im Takt dieser beiden Umstände und die Leichtigkeit, die ich in dem kurzen Gespräch mit Luca empfunden hatte, spielte Ping-Pong mit der Wut, die gestern noch alles in mir ausgefüllt hatte. Ich wollte diese Reise nicht genießen, keinen Urlaub machen, sondern meinen Vater zur Rede stellen. Und ich hatte mir doch fest vorgenommen, diesen Ort nicht zu mögen. Kindisch, ich weiß. Aber gut für mein Selbstmitleidsego und hat bisher ja super geklappt, wie man sieht. Bis morgen, unterbrach ich meine wirren Gedanken und wandte mich noch einmal an Luca. Danke für das Angebot. Immerhin blieb mir ein Tag allein Grübeln erspart. Dafür war ich ihm wirklich dankbar. Ciao, a domani. Luca schenkte mir ein strahlendes Lächeln. Als ich an der Tür noch einmal zurückblickte, hob er die Hand und ich tat es ihm gleich. Das Ping-Pong-Spiel in meinem Inneren neigte sich langsam dem Ende zu und die Wut zog sich immer mehr zurück. Ich konnte es nicht leugnen. Ich freute mich auf den nächsten Tag. In Siena mit Luca, den ich eine Viertelstunde kannte und über den ich nichts wusste, außer dass er die schönsten Augen der Welt und den süßesten Akzent in ganz Italien hatte. Wer auch immer da gerade die Regie meines Drehbuchs übernommen hat, ich weiß nicht, ob ich dankbar für diese Wendung sein soll
oder ob das viel zu seltsam war, um wirklich passiert zu sein. Wie, du bist schon fertig? Ja. Oh nein, das ist bestimmt eine total schöne Liebesgeschichte, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist schon was fürs Herz, muss man sagen. Ja, ich habe gerade so, ich war mittendrin. Das ist schön, das freut mich. Ja, das ist wirklich so und ich dachte so, oh, wie geht's jetzt weiter, wie geht's jetzt weiter und du hörst auf. Ja, okay, da muss ich jetzt durch. Genau. Dann lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Erzähl mal so ein bisschen von der Idee bis zum fertigen Buch und die Stolpersteine dazwischen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du da so zu berichten hast. Ja, die Idee ist eigentlich relativ persönlich, muss ich sagen. Ich habe mir immer gedacht, irgendwann muss ich das mal in einem Buch verarbeiten, weil das irgendwie so ein, ja, so eine Baustelle bei mir ist. Ich habe zwar nicht so wie Luana jetzt vorgegaukelt bekommen, dass jemand anders mein leiblicher Vater ist. Ich habe das immer gewusst, aber mein Vater hat mich eben auch verlassen, als ich so halt ein Kind war. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt. Und ja, diesen Umstand, also dass man dann auch wirklich gar keinen Kontakt mehr hatte und ja, das hing irgendwie immer so im Leben bei mir über allem so. Also ich habe das nie wirklich so verarbeitet und dann habe ich so gedacht, ach, ich könnte da mal ja so eine Geschichte schreiben, die davon so ein bisschen inspiriert ist. Also es ist schon ein Stück Persönlichkeit von mir drin, wenn auch natürlich sehr, sehr, sehr abgewandelt. Ne? Also es ist wirklich nur dieser Umstand, dass sie halt verlassen wurde von ihrem Vater. Das ist so ein bisschen leicht autobiografisch und der Rest ist halt wirklich Fiktion. Aber das war so der Anstoß der ganzen Geschichte. Und dann habe ich mir so gedacht, was könnte da passieren? Dann könnte sie anstatt ihres Vaters dann erstmal jemand kennenlernen. Und das hat sich dann da so verselbstständigt. Das haben die beiden irgendwie quasi alleine gemacht. Und ja, dann gab es eben noch so ein, zwei Plot-Twists, die man vielleicht auch erwartet und einen, den man auf jeden Fall so nicht erwartet. Ja, Stolpersteine gab es diesmal tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Also das ist das Buch, was mir am leichtesten von der Hand ging, also so handwerklich gesehen und auch von der Zeit her, das ist einfach geflossen. Also es waren ein, zwei Stellen, die mir schwer gefallen sind, aber ansonsten kann ich eigentlich diesmal gar nicht von Stolpersteinen sprechen. Und ich habe mich damit direkt auch bei meinem Verlag beworben, wo ich auch schon war, beim Dunkelstern Verlag. Ja, und die haben das sofort genommen. Und deswegen war das alles sehr glatt diesmal. Das ist ja auch mal schön. Oh, das glaube ich. Wie bist du denn auf die Idee gekommen oder wie kommst du generell auf die Ideen zu deinen Büchern? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann das gar nicht so immer beantworten, weil es jedes Mal anders ist. Also hier war es jetzt, wie gesagt, diese eine Funken persönliche Erfahrung, die mich dann dazu inspiriert hat. Manchmal ist es was ich draußen sehe irgendwie oder was ich höre von anderen Menschen oder irgendwelche Bilder, die ich sehe, also es ist wirklich jedes Mal anders. Bei meinem Roman hier, Wenn ich wieder lieben kann, den ich hier auch vorgelesen habe, da war das einfach diese Frage, was würde ich machen, wenn ich meinen Partner verliere und wie würde ich damit umgehen? Oder bei meinem anderen Buch, Wie der Winter klingt, war es einfach ein Traum, ganz klassisch so, was manche also was man ja von vielen Autoren irgendwie hört, da war das einfach ein Traum, in dem ich die beiden Protagonisten gesehen habe. Und so ist es jedes Mal anders. Also jede Geschichte bringt so ihre andere Entstehungsform mit quasi. Das kann ich gar nicht so sagen. Aber meistens sind die Figuren zuerst da und dann kommt dann die Geschichte so nach und nach dazu. Warum bist du Autorin geworden? Das ist eine sehr gute Frage. Also geschrieben an sich habe ich schon immer gern. Ich habe auch sehr exzessiv früher Tagebuch geschrieben oder so kleine kurze Geschichten. Und dass ich jetzt wirklich hier sitze und habe drei Bücher veröffentlicht, hätte ich aber niemals gedacht. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich so gedacht habe, dass
erste Buch, was ich schreibe, das wird auch wirklich ein Buch, dann war das schon mein Traum. Einfach um die Leute ein bisschen emotional zu berühren, also so natürlich auch aus ihrem Alltag rauszuholen und auch schöne schöne Lesestunden einfach denen zu schenken, aber halt vor allem, weil ich was in den Leuten auslösen will. Ich will, dass die über irgendwas nachdenken oder ich will hier, wie zum Beispiel jetzt in der Geschichte, Fernweh wecken oder die Leute ein bisschen mehr auf bestimmte Sachen aufmerksam machen. Ich will einfach die Leute mit meinen Geschichten berühren und was quasi auf der Welt hinterlassen, auch wenn das immer so ein bisschen blöd klingt, aber so in der Art ist das schon. Also ich möchte einfach was auslösen in den Menschen. Und das ist so ein bisschen mein Motor dabei. Also du hast jetzt zwei Bücher bei uns insgesamt vorgestellt und ich muss sagen, du berührst definitiv. Oh, das freut mich. Mit deinen Geschichten. Ja, das ist wirklich so. Daher, du hast mich vorhin total gehabt, ne? Bei dem ersten Leseteil dachte ich erst so, oh Gott, das arme Mädchen. Es ist ja, nach 22 Jahren erfährt sie das erst. Und im zweiten Leseteil dann, ja, da wurde es ja immer besser. Ne? Genau. Also ja, das hat sie so auch nicht erwartet. Ja, das glaube ich. Wie ist das bei dir? Planst du? Oder schreibst du einfach drauf los? Ich würde sagen, ein bisschen teils, teils. Also am Anfang habe ich viel mehr drauf losgeschrieben als jetzt mittlerweile. Mittlerweile versuche ich schon, die Geschichte durchzuplanen, durchzuplotten. Aber lass mir dann natürlich immer auch Freiheiten zwischendurch. Also wenn sich dann eine Sache anders entwickelt und die Protagonisten nicht so mitmachen, wie ich das eigentlich geplant habe, dann ist das auch okay. Aber einen groben Plan habe ich auf jeden Fall immer, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich dann schneller quasi runterschreiben kann. Also ich kann dann schneller schreiben, als wenn ich jetzt jedes Mal neu überlegen müsste, was könnte denn jetzt passieren und was könnte jetzt passieren. Und so weiß ich, wo ich hin will. Und das ist dann schon, also erleichtert schon vieles so im Schreiballtag. Wo finden wir dich dann bei Social Media? Also ich habe eine eigene Website, die ist einfach www.melaniebuchelt.de in einem Wort. Dort findet man eigentlich immer meine aktuellen Bücher, kann auch dort direkt draufklicken, um die zu kaufen. Also ich habe keinen eigenen Shop oder so, aber dann wird man eben weitergeleitet. Ich habe einen Newsletter, der in unregelmäßigen Abständen kommt und ich bin auch sehr aktiv bei Instagram unter melanie.buchelt_Autorin. Da bin ich sehr aktiv und erzähle halt auch einfach so aus meinem Schreiballtag viel oder sprich dann mit den Lesern über bestimmte Themen oder so. Also wenn man mich ein bisschen genauer verfolgen will quasi, ist dann Instagram die richtige Wahl. Und bei TikTok bin ich auch unter dem gleichen Namen und da bin ich noch nicht ganz so aktiv, aber da versuche ich jetzt auch, mich da so rein zu fuchsen, so langsam. Genau. Und bei Facebook auch. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Also das E-Book gibt's auf allen E-Book-Plattformen, also Thalia oder ebook.de, Hugendubel, also was es da eben so alles gibt, eigentlich bei den ganzen Plattformen. Und das Taschenbuch gibt es auch überall, wo es Bücher gibt, aber man muss es wahrscheinlich dann bestellen, weil es eben in einem kleinen Verlag erschienen ist, aber das müsste klappen. Wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Von meinen Lesern wünsche ich mir, dass sie in erster Linie mir Feedback geben, wie ihnen die Geschichte gefallen hat, dass sie eine Rezension hinterlassen, auch wenn das nur 2-3 Sätze sind. Und ich freue mich immer, wenn man mir das erzählt. Hey, ich habe dein Buch gelesen, ich fand das gut. Oder wenn man das in seiner Story teilt bei Instagram oder so. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass die Leser sich ein Glas Wein nehmen, sich hinsetzen und das Buch lesen und denken, ach, jetzt wäre ich auch gerne in Italien. Also mit dem Buch will ich einfach so ein bisschen Urlaubsfeeling rüberbringen und wünsche mir einfach, dass sie das genießen und
Anders als bei meinen beiden anderen Büchern, die so ein bisschen nachdenklicher sind, ist das hier einfach auch so ein bisschen Entspannung und eine schöne Liebesgeschichte genießen. Wie so ein kleiner Reiseführer. Genau. Ja, wir sind leider schon am Ende. Schade. Ich hätte dir noch gerne ganz lange zugehört. Hättest du mir jetzt noch ganz lange vorlesen können. Aber ja, du kommst ja bestimmt wieder. Ja, ich kann ja im Winter mal mit meinem Winterbuch kommen. Genau. Das wäre schön. Da würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank, dass du heute wieder mein Gast warst. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und ja, ich hoffe, bis bald. Ja, ich bedanke mich auch und bis bald. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilie. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.